Alles Schöne macht der Mai. Ja, das hoffen wir doch mal. Nach diesem Frühling war es ja furchtbar. Aber nichtsdestotrotz, heute zeige ich euch, wie ich meine Kartoffeln pflanze. Hier habe ich mich dieses Jahr für die Agria und die Sarpomira entschieden. Und habe zum ersten Mal einen Fließtunnel hier vorbereitet, da ich doch sehr Probleme mit Amseln habe, die mir immer wieder die Erde aufscharren. Und so sieht es fertig aus und ich hoffe einfach, dass es auch den starken Stürmen und Winden standhält. Und ja, heute ist wieder so ein Tag, wo ich meine ganze Anzucht raus zum Lüften hinstelle. Und hier wollte ich euch mal noch meine Hochbeete zeigen mit den Salaten. Dreimal hatte ich schon so ein Erntekörbchen voll. Und obwohl es ja so kalt war und Hagel und Regen, muss ich sagen, ohne die Abdeckungen von den Hochbeeten wären die Salate auf keinen Fall so toll gewachsen. Also habt noch einen schönen Mai und ja, bis demnächst wieder.